Vom Aufgraben verstopfter Brunnen. 1. Mose, Kapitel 26, Verse 15 bis 19, Übersetzung Schlachter 2000. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak: Geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten, und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Glaube im biblischen Sinne hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Der wiederum hat die Fähigkeiten, uns Christen unter anderem an das zu erinnern, was uns die Worte des Sohnes Gottes ans Herz legen und uns entsprechend unterrichten. Jesus sagte in Johannes 14, 23 bis 26: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da wir als Christen nun auch wissen sollten, dass unser Fleisch gegen den Geist streitet und die sich nicht einig sind und je sein werden, Galater 5, 17, müssen wir so viel Initiative aufbringen für unser geistliches Leben in der Nachfolge, dass wir nicht wie zugeschüttete und ausgetrocknete Brunnen sind. Wasser ist in der Bibel oft auch ein Bild für den Heiligen Geist. In Offenbarung 22, 17 heißt es entsprechend: Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier werden wir aufgefordert zu kommen, also uns auf ein Ziel zuzubewegen und es im Blick zu haben, weil es erstens nichts kostet und zweitens doch so einen großartigen, erfrischenden und selig machenden ewigen Wert hat. In Psalm 19, Verse 8 bis 9 heißt es: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Aber eben nicht automatisch, nicht ohne Kommen, nicht ohne Suchen, nicht ohne Graben und nicht ohne Trinken. Die Feinde der Israeliten waren unter anderem die Philister. Was taten sie? Sie schütteten die Brunnen zu und verstopften sie. Die Brunnen, die Abraham gegraben hatte und die er Isaak vererbte. Nicht, dass man den Glauben vererben könnte, das sicherlich nicht. Gott hat keine Enkelkinder. Aber uns wurde ja das Wort Gottes, die Bibel, weitergereicht und sozusagen vererbt. Aber eine eingestaubte, versteckte, vergrabene und ungenutzte Bibel ist für uns und unser geistliches Leben so nützlich wie ein verstopfter und zugemüllter Brunnen. Brunnen waren in der Wüste lebensnotwendig und existenziell. Isaak legte sich nicht mit den Philistern an, sondern befreite die alten Brunnen vom Schutt und grub sogar neue Brunnen.
Wasser im herkömmlichen Sinne ist für unseren Körper nötig und wichtig und im geistlichen Sinne wichtig für unsere Seele und dem Leben als Christ. Besonders wenn wir durstig und geistlich ausgehungert sind, tritt der Feind in Erscheinung. In Matthäus 4,2-4 steht über Jesus: Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wenn das für Jesus Christus galt als Mensch, wie viel mehr für uns? Wo gibt es in deinem Leben Philister? Wer oder was verstopft deinen Brunnen, sodass du es vielleicht als zu mühsam, zu zeitaufwendig und zu unnötig erachtest, den Brunnen wieder zugänglich zu machen oder neue Brunnen zu graben? Was tat Isaak? In 1. Mose 26, 19 hatten wir gelesen: Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Lebendiges Wasser ist sicherlich ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Aber es bedeutet in diesem Fall auch, dass dieser besondere Brunnen anstatt wie zumeist Regenwasser frisches Quellwasser enthielt, was aus den tieferen Erdschichten stammte und besonders wertvoll und erfrischend war. Isaaks Knechte machten sich die Mühe, im Tal zu graben und wurden fündig. Im übertragenen Sinne bedeutet das für uns, dass unsere Mühen und durchaus auch manche kreative Eingebung tatsächlich dazu führen kann, im Heiligen Geist, dass wir wunderbare Erfahrungen und Gebetserhörungen und geistliche Höhenflüge erleben können, weil wir uns darum bemühten, unseren Geist frei zu schaufeln und vielleicht auch mal neue Wege zu gehen. In Psalm 119, 105 schreibt der König David: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, dass das Wort Gottes uns manchmal auch so ansprechen kann, dass es uns tatsächlich einen Weg ausleuchtet und aufzeigt und Türen öffnet, die wir sonst gar nicht gesehen hätten. Ein Mangel an Wasser lässt uns oftmals im Dunkeln tappen. Nicht umsonst kann man ja auch länger ohne Essen, aber nur kurze Zeit ohne Wasser auskommen. Auch das lässt uns geistlich aufhorchen. Heutzutage ist es gar nicht so schwer oder umständlich, sich mit dem Wort Gottes regelmäßig zu beschäftigen. Es gibt gute Andachtsbücher, Bibelkommentare, YouTube-Kanäle, Predigtarchive, gute Auslegungsbücher zu biblischen Themen, TV-Kanäle, zum Beispiel die Arche aus Hamburg, sonntags um 8.30 Uhr auf Sport 1, kann ich empfehlen. Und man kann sich persönlich oder über virtuelle Kanäle miteinander austauschen. Das Kommunikationszeitalter macht es möglich, auch wenn sicherlich nicht alles immer positiv ist. Wie gesagt, es gibt keinen frommen Automatismus und wir leben in keinem Umfeld, keinem Land, keiner Gesellschaft, wo die gebratenen Hähnchen durch die Luft fliegen. Das ist uns allen klar und wir sind ja auch nicht naiv oder haben unrealistische Erwartungen an das Leben, auch nicht als Christ. Aber trotzdem scheuen wir manchmal gerade dann manche Mühen, wenn es viel besser wäre für mein Leben als Christ, wenn ich meine eigenen Brunnen wieder befreie und der Kanal der Segnungen Gottes durch sein Wort wieder fließen kann. Dazu müssen wir eben auch mitunter so manche Trägheit überwinden und nicht zu bequem sein. In Sprüche 6,6-11 steht eine Warnung. Da heißt es: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf?
ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Es gibt auch eine geistliche Armut. Und dann sind wir in Glaubensdingen immer nur von anderen abhängig und haben Zweifel und Unsicherheiten, wo das nicht sein muss, wenn wir uns bemüht hätten, unseren Brunnen weniger zu vernachlässigen. Gott hilft uns, Gott segnet uns, Gott ermutigt uns und Gott gibt uns auch die Hilfe, die wir brauchen, um auch hier in richtiger Weise für uns selbst und auch zur Ehre Gottes die richtigen Schritte zu tun, aufzustehen, die richtigen Türen zu öffnen und einfach auch im Gebet Gott zu bitten, dass er uns Kraft geben möge. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir haben hier alle unseren Mangel, unsere Schwierigkeiten und auch manche charakterlichen Schwächen, die uns vielleicht manchmal daran hindern, das Richtige und Bessere zu tun. Aber Gott ist gnädig, Gott hilft uns, er stärkt uns an Körper, Geist und Seele und er redet mit uns durch sein Wort. Lassen wir uns darauf ein. Es lohnt sich. Gott segne euch.